So Leute, da bin ich wieder. Wir fahren später kurz zum Supercharger. Und zwar soll es jetzt überall, ich zeige euch das mal kurz. Es soll jetzt quasi überall 150 kW geben an den Supercharger. Das wollen wir später mal ausprobieren. Klar, ich weiß, ich habe nur einen 75D, also es soll keine 150 kW für mich geben, sondern nur für die neueren Modelle. Also quasi die, wo ab 2019 gebaut wurden, die Model S und X Raven und eben generell Model 3, die sollen bis zu 150 kW laden können. Und deswegen fahren wir später mal kurz nach Leonberg, schauen uns das Ganze mal an. Und wir werden dann vielleicht auch noch in Sulzföhring anhalten und es dort auch nochmal ausprobieren. Weil ich will jetzt eigentlich nur kurz laden und schauen, ob es reicht, weil ich habe noch 28%. Wir sind gerade in Stuttgart. Deswegen genau. Ja Leute, das war jetzt meine kleine Übersicht vom Supercharger in Leonberg. Wir haben dort kurz angehalten, um zu schauen, ob die 150 kW bzw. über 120 kW eben bei meinem alten Tesla noch ankommen. Also alter Tesla quasi. Nicht mit dem neuen Akku, der dann eben schon die 150 kW erreichen kann. Genau. Wir haben 118 erreicht. Also ich fahre jetzt nochmal nach Sulzföhring an den Supercharger und schaue mal kurz nach, ob dort mehr möglich ist. Und dann nehme ich euch natürlich gleich wieder live mit. Genau. Wir sind jetzt gerade noch kurz im Bräuningerland in Sindelfingen. Da warte ich jetzt noch kurz auf meine Frau und dann fahren wir weiter zum Supercharger nach Sulzföhring. So, da melde ich mich zurück. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, das war in Sulzföhring. Aber ihr habt gesehen, auch da habe ich maximal, ich glaube, 115, 116 Kilowatt bekommen. Also bei mir scheint das nicht zu funktionieren. Oder das Video, was ich gesehen habe von dem S75, der hat mehrere Supercharger hintereinander angefahren und hat dann auch mehr, also öfters geladen. Weil ich habe es ja nur kurz ausprobiert, ob es geht. Ja, also bei mir hat es nicht funktioniert, aber ich denke, ja, also die, also beim Model 3 funktioniert es auf jeden Fall, das weiß ich, an beiden. Ich war ja jetzt in Leonberg und in Sulzföhring, also bei Model 3 funktioniert es auf jeden Fall. Und neben mir stand ein Raven, also bei dem hat es auch schon funktioniert. Wird es wahrscheinlich noch an mir liegen, ja. Also beziehungsweise wird es wahrscheinlich am Auto liegen, ja. Ich probiere es einfach nächstes Mal nochmal aus und genau, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.